So, und da sind wir auch schon zu meinem neuesten Let's Play. Resident Evil Operation Raccoon City. Kommt jetzt, glaube ich, am Freitag raus oder sollte zumindest am Freitag rauskommen. Ich sag mal, viele aus meiner Freundesliste haben es jetzt schon. Ich habe es natürlich auch schon. Wie man unschwer erkennen kann, ich denke mal, wie man drankommt, ist wirklich kein großes Geheimnis. Aber ja. Resident Evil. Ja, ganz genau. Ich habe es auch schon ein bisschen angespielt. Heißt also, ich habe sogar schon ein paar Sachen hier freigeschaltet. Hab's heute Morgen nämlich, also was war das? Oh, quasi direkt als der Postbote da war, reingepackt. Guck, Kollege, jo, hat's auch gerade ausgepackt und da haben wir es schon mal getan. Schauen uns ein klein bisschen die Option an. Also ist ein bisschen sehr rudimentär gehalten, muss ich sagen. So gut, dort haben wir ja alles ein bisschen. Ich bin aber überlegen, ob ich das nicht lieber auf Englisch stellen soll, die Sprache. Weil die Sprachausgabe. Komm, wir lassen es erstmal Deutsch. Wir können uns ja immer noch entscheiden. Also wenn ich schreibt mal von den Kommentaren, wenn ihr sagt so, boah, Deutsch ist ja so weit vom Müll. Könnt ihr natürlich immer noch umändern. Dialogschema ein bisschen nach unten. So, Video, Gamma, ja, das ist, naja, so. Es ist in der Ursprungseinstellung so eingestellt. Und glaub mir, man erkennt da nicht wirklich viel. Bei den Fernseher ist das so. Ich hoffe, man wird jetzt natürlich fürs Let's Play nicht zu hell werden. Zumindest beim Fernseher ist es mich selbst auch relativ dunkel eingestellt. Deswegen habe ich es so. Spiel selbst Untertitel können wir eigentlich ausmachen. Das nervt eigentlich eher. Hilfstexte anzeigen, kann man drüber streiten. Controller, ja, da passt. Da müssen wir nichts machen. Oh, jetzt habe ich es, glaube ich, habe ich doch nicht abgebrochen. Trupp haben wir auch noch. Achso, das ist meine Freundesliste. Ja gut, und das war's dann auch schon im Großen und Ganzen. Ne? Statistiken kann man sich ja noch ein bisschen ansehen. Inhalte zum Runterladen, da habe ich auch direkt schon was gemacht. Galerie habe ich selbst noch gar nicht wirklich geguckt. Habe ich aber auch schon irgendwas noch freigeschaltet. Das schauen wir einfach mal. Grafik 01, Raccoon City. Jo, ist das schön. Im Hintergrund sehen wir hinten rechts ein kleines Embryo. Keine Angst, die erste Folge werde ich relativ lang gestalten, weil ich hier einfach noch ein bisschen das Menü zeigen möchte. Einfach mal ein bisschen hier durch die Grafiken drauf gehe. Hier können wir auch einen Vollbildmodus machen. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick dazu. Also wenn man so ein paar Sachen findet. Hier, da sehen wir ein paar unserer Leute. Also wir spielen mich als erstes den USS Trip. Ja, ein bisschen kaputt alles. Und da haben wir auch noch was. Also weiter, ich kam bisher, glaube ich, Mission 2 haben wir, glaube ich, bisher nur gespielt. Nicht wundern, wenn ich vielleicht ein bisschen müde klinge, liegt daran, wir haben schon 1.49 Uhr. Ja, ich habe nämlich eine schöne Mittagsschicht, deswegen habe ich nämlich heute auf der Arbeit nämlich hier alles raus. So, freies Spiel, bereits geschlossen, schnelles Spiel. Nee, wir machen eine Kampagne von vorne beginnen. Ja, löscht den aktuellen Kontrollpunkt. Ist auch nicht wirklich weiter schlimm, aber nee. Startkampagne, freies Spiel. So, machen es hier. Werden es allerdings alleine spielen, sprich privat. Sprich nur, dass ich nicht Leute anlernen kann. Gibt es auf Amateur, Normal, Veteran und Profi. Wir fangen einfach mal auf Normal an. Weil ist ja nur ein Let's Play. Was heißt nur? Ist ein Let's Play, ne? Da sehen wir auch schon ein paar Leute. Vector, Beltray und Lupo. Bin noch nicht sicher. Also Bertha ist auf jeden Fall... Ja, finde ich so geil, die Bertha. Können auch direkt ein Kostüm für die kaufen. Keine Kostüm. Okay, gut. Haben können wir nicht. Ich glaube, die gibt es bisher nur auf dem US-Marktplatz. So, was haben wir hier? Also hier haben wir die Bertha, die Sanitäterin. Also sie kann wohl am besten heilen, nehme ich mal an. Allerdings möchte ich lieber die als KI haben. Der Vector, der ist ganz lustig, weil der kann sich tarnen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich nette Sache. Spectre, der kann halt ziemlich viel ausfindig machen. So, jetzt bin ich am überlegen. Ich habe mich für jemanden schon ziemlich viele Sachen freigeschaltet. Das ist übrigens der Hau-drauf-Typ. Den habe ich als erstes gespielt. Ich glaube, den nehmen wir mal, oder? Oh, was nehmen wir denn da? Gefahrenscanner. Erlaubt das Abtasten der Feindlichen? Ja. Was haben wir hier? Passive Fähigkeiten. Vergrößert die Minikarte und gibt die Position aller Feinde an. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Gegenstände aufspüren. Auch auf jeden Fall ziemlich gut. Müssen uns nur, nehmen wir hier Sonar. Spielen einen Sonarimpuls aus. Der Feinde mit Verbinden einer Entfernung von bis zu 20 Metern durch Wände und andere Objekte durch sichtbar macht. Ja, ist auf jeden Fall schon mal nett. Wärmebildsicht. Einen Umkreis von 20 Metern für die Dauer von 10 Sekunden. Ja. Und erlaubt das Abtasten nach Feinden einen Umkreis von 20 Metern. Alle, die in vielen Gefahren können, werden sowohl auf ihrer eigenen als auch auf der Minikarte ihrer Teammitglieder angezeigt. Für Multiplayer ist das auf jeden Fall mit am besten geeignet. Aber ich denke mal, wir werden uns die Sonaransicht... Ich bin mir nicht sicher, ob wir das nehmen.
So, nächstes Upgrade. Ach, die kann man auch noch upgraden, sehe ich gerade. Gut, Upgrade haben wir gerade nicht, weil wir sehen, ich habe nur noch 113 EP. Wir nehmen dafür auf jeden Fall die Wärmesicht. Standardwaffen nehmen wir erstmal, ja, da haben wir noch nicht wirklich was. Also wir sehen, man muss es auf jeden Fall ziemlich häufig durchspielen. Bleiben erstmal einfach beim Sturmgewehr, fand ich bisher ziemlich gut. Und ja, Pistole haben wir nicht wirklich viel Auswahl, behalten wir also auch so. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit der Level-Eindämmerung. William Birkin beabsichtigt, sein Lebenswerk, die Forschungsergebnisse bezüglich des G-Virus, zu vergolden, indem er sie an die Regierung der USA verkauft. Die USS hat den Befehl, Umbrellas Anlage einzudringen und den Verräter zu eliminieren. Ja, dann wollen wir damit doch mal anfangen, ne? Ich denke mal, Spieler von Resident Evil 2, was ich übrigens wahrscheinlich, müsste es parallel zu diesem Let's Play laufen, beziehungsweise die erste Folge müsste morgen dafür starten. Weil heute ist ja noch das Finale von Resident Evil 1 und ab morgen geht das schon Resident Evil 2. Ne, also dann wisst ihr schon, dass das quasi, ja, ist quasi mini-haft Spoilering. Aber was soll's. Wir starten das jetzt und wir wollen's endlich sehen. Wollt ihr sehen? Ich will's sehen. Jeder will's sehen. Crimson Heads sind schnell und außerordentlich aggressiv. Lassen sie nicht zu nahe kommen oder sie werden es bereuen. Ja, werden wir machen, ne? Also, unser USS Trip Delta, Deckname Wolfback, wurde entsandt, um die Probe des Gamma-Geo-Series zu stellen. Diese Befehle besagen, dass jeglicher Widerstand, bla bla bla. Ja, sollte man sich eher darauf konzentrieren. Okay. Alpha Leader, wir sind in Position. Verstanden. Wartet. Ihr müsst das neue Delta-Team sein. Wie sieht's aus? Vector hier. Schön, Sie wiederzusehen. Ich bin Baldway. Sehr erfreut, Gott des Todes. Vector hier. Alles bereit. Ich bin Lupo, der Truppführer des Delta-Teams. Zentrale, ich habe das Delta-Team getroffen. Verstanden. Findet Birkin und sichert die Proben. Versagen ist keine Option. Ihr habt's gehört. Bewegung. Wir betreten das Labor von Dr. William Birkin, einem Umbrella-Wissenschaftler, der geheime Proben eines waffenfähigen Virenstamms an die US-Regierung verkaufen möchte. Meinen Sie Umbrellas T-Virus? Nein. Es handelt sich um den neuen genveränderten G-Virus, den Birkin entwickelt hat. Er ist deutlich stärker und Birkin besitzt anscheinend die einzigen Proben. Eine Abteilung des Umbrella Biohazard Countermeasure Service ist vor Ort und wird ihn vermutlich schützen. Sie wissen nichts von dieser Operation und gelten als entbehrlich. Stehen noch nicht auf derselben Seite. Können wir sie nicht kontaktieren? Der UBCS besteht nur aus Söldnern, die man kaufen kann. Es ist davon auszugehen, dass sie der Firma gegenüber kaum loyal sein werden. Wer lautet unser Auftrag? Fangt Birkin ab und sichert den G-Virus. Ja, und schon beginnt es auch schon. Willkommen bei Umbrella. Ich schön. Also, wir sehen schon, Menü hat sich wieder extremst geändert. Wir gleich zu Teil 5, also wir haben kein richtiges Inventar mehr im eigentlichen Sinne. Die Waffen funktionieren. Wir sind bereit. Ja. Also erstmal bleiben wir ja locker. In Ordnung, sie ist offen. Gehen wir. Bleibt doch mal locker, Leute. Also mal ganz ernsthaft. Nee, also wir werden jetzt hier natürlich nicht hier wie die Besenkten schon hier durchrennen. Nee, also wir sehen da unten schon das Menü. Links, also Steuerkreuz links. Dann haben wir unser Medikit ausgerüstet. Nein, wir haben es direkt eingesetzt, unser Halsspray. Das war jetzt besonders klasse. Zumindest können wir mal nach rechts klicken, zwischen der Flash wechseln und einer Explosionsgranate. Nach oben. Ah, Stylo. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Angelegenheit. Jo, wollen wir gucken, was er mit Y macht? Ja, dann macht er das Gleiche. Also... okay, Steuerkreuz nach oben und Y mit dem gleichen Effekt. Wir sehen, wir haben wieder unser bekanntes Rotpunktvisier mit dabei. Allerdings auch ein Fadenkreuz. Munition können wir nicht gebrauchen, oder? Was haben wir denn hier? Ja, jetzt bleibt doch mal locker. Ich bin doch noch gar nicht bei dir. So, gut. Also, wir sehen hier, ist auf jeden Fall... muss ich direkt mal sagen, also was ich sagen möchte, ist eigentlich die Steuerung, die fühlt sich sehr nach Splinter Cell an. Man kann auch rennen, man kann sich hinschmeißen,
Man kann halt nur nicht so schön klettern wie in Splinter Cell. Und hier, jetzt wo ich es gerade sehe, Überwachungskameras kann man zerstören. Die gehen nämlich dann EPs nachher, wenn man, glaube ich, alle zerstört hat. Sachen, also EPs, womit man halt was kaufen kann. Oder da hat sogar direkt schon was gegeben. Sollte man also auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ich habe jetzt, das ist mir nur mit Zufall aufgefallen, als ich das heute Morgen gespielt habe, dass man das kann. Und es gibt auch jede Menge, sag ich mal, Fundsachen. Wie sie sich wohl im Kampf anstellen. Wo haben sie ihre lebendige Probande? In Deckung. Also das sind meiner Meinung nach unser Maximus Brutalus, also Hunter. Wir sehen schon, da unten geht es anscheinend schon richtig los. So. Okay, also da unten haben wir auf jeden Fall unsere Gegner. Ja. Auch so das Schießen, das fühlt sich ein bisschen an wie... Fühlt sich ein bisschen an wie bei Splinter Cell. An Deckung gehen kommt mir schon eigentlich schon wieder fast eher wie bei Gears of War nahe. Also ist wirklich eine bunte Mischung aus allen möglichen Spielen. Hier hat man auch so, kann man also direkt aus der Deckung schießen. Kann einfach mal eine Granate schmeißen. Aber ein bisschen weit geschmissen. Doch nicht. Also einen haben wir erwischt. So, jetzt haben wir die da oben. Dann machen wir einfach mal Platz, wenn ich sie mal treffen würde. Oh, und da treffen sie uns auch schon. Wir können auch einfach mit der Pistole schießen. Sprich, wir halten einfach die Taste gedrückt. Dann zielt er mehr oder weniger automatisch dahin. Dabei erwischen sie uns aber. Und wenn wir nur ganz kurz die Waffen wechseln lassen, dann können wir natürlich zwischen den Waffen direkt wechseln. Aber wie gesagt, wenn wir... Oh, das ist mal so. Ja, ist auf jeden Fall nett, dass er halt hier automatisch zielt. Aber wie gesagt, dadurch machen wir uns sehr, sehr stark angreifbar. So, rotzen wir die erstmal weg, die Leute. Es droht Gefahr, das ist schön. Ja gut, also so bringt uns unser Sonar nicht wirklich was, wenn er nur wirklich aus naher Umgebung die Feinde anzeigt. Aber es ist zumindest nett, dass es überhaupt gibt. So, weg damit. Ja, ja, machen wir schon. Keine Panik. So, Überwachungskameras. Kurzen Blick hier so. Also ich sehe jetzt keine. Ihr seht wahrscheinlich welche. Ich bin einfach zu doof, die zu sehen. Komm, wir nehmen mal lieber die Flaschen. Ah, Munition aufnehmen, ganz wichtig. Also Munition, da hat man ziemlich schnell... Ach, die sind noch voll in der Party, da merke ich gerade. Gut, wir schauen uns trotzdem einmal hier um. Was haben wir denn hier Feines? Kamera, keine Kamera. Türen kann man übrigens leider nicht öffnen, nur sehr relativ wenige ist mir schon aufgefallen. Sind also auch sehr linear, die Levels. Werf deine Splittergranate auf sie. Können wir machen. Splitter haben wir hier, ja, zu wen sollen wir die schmeißen? Zu links, nach rechts. Ja, die sind wieder ein bisschen weit geflogen. Ne, doch nicht, da passt alles. Ganz nette Neuerung. Was heißt Neuerung, kann man es nicht nennen. Das macht es nämlich diesen Teil auch wieder relativ an Resident Evil Outbreak nah. Man kann infiziert werden und man muss sich damit ein Antivirus-Spiel heilen. Ganz wie in Resident Evil Outbreak. Das ist quasi die aktuelle Version davon. Also man hätte das genauso gut Operation Outbreak nennen können. Meiner Meinung nach zumindest, definitiv. Wir müssen uns eigentlich nicht wirklich erstmal um die ersten Gegner kümmern. Das ist ja mehr eine Art Tutorial, also nicht wundern. Ich bin einfach nur auf der Suche nach ein paar Kameras, die ich aber zu doof bin zu finden. Grüne Kräuter werden übrigens direkt genommen, dann unser schönes Dope. Deckung, wohin denn? So, also ne, die sind ein bisschen zu weit weg. Das ist für mich Munitionsverschwendung, wenn wir von hier aus schießen würden. Aha, Munition, ne, MP. Da können wir auch direkt Waffen wechseln. Machen wir jetzt nicht, weil ich finde... So, jetzt müssen wir nur einmal finden, die Gegner. Kann das nicht sein? Ein Laptop. Können wir gerade nichts wirklich mit anfangen? So, okay, dann kümmern wir uns doch erstmal lieber um die Gegner. Oh Mann, die sind so weit weg. So, Entschuldigung, wie gesagt, ich spiele das jetzt erst zum zweiten Mal. Muss mich erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Na los, komm schon. Der schießt die ganze Zeit aus der Deckung raus. Das ist irgendwie ein bisschen nervig. Ach, Herrjebe. Komm, machen wir lieber so.
Ist zu weit weg, dann zielt er gar nicht erst. Gut. So. Der Nahkampfmodus ist übrigens auch ganz nette Sache, was der gerade macht mit seinem Messer. Die haben wir hier. So, schauen wir mal, wo haben... Ja, das war fies, das war fies. Das war auf jeden Fall sehr fies. Wie auf einem Splittergranate nehmen wir immer mit so was. Na komm, hier, da. Twitch. Ja. Die machen wir doch alle fertig. So, es droht Gefahr. Das ist schön, dass Gefahr droht. Wenn ich wüsste, wo die Gefahr droht. Natürlich droht die direkt vor uns. Hahaha. Friendly Fire scheint es übrigens nicht zu geben. Zumindest haben wir es noch nicht festgestellt. Vielleicht im Profi-Modus oder so. Da könnte ich es mir durchaus vorstellen. Wieder Blick nach den Kameras. Also wenn hier welche sind, dann sehe ich sie jetzt gerade nicht. Unsere Gesundheit ist voll, da gibt es also nichts zu halten. Nee, also Kameras, wie gesagt, sehen wir ja keine. Dann gehen wir einfach mal weiter. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, in so ein... Oh, 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 oh. So, wo haben wir die denn? Ahahaha. Und weg mit dir. Wir haben Dr. Birkins Position. Er ist im Labor. Ja, das ist so schön. Verstanden, Zentrale. Gehen zu Birkins Labor. Konzentration. Birkin plant einen Austausch mit dem US-Militär. Vermutlich treffen wir bald auf Spezialangriff. Angriff! Ganz, ganz mies, was wir gerade machen. Also wir müssen auf jeden Fall... Was haben wir da? Erste-Hilfe-Spray. Ja gut, können wir gleich aufnehmen. Boah, aus der Deckung zu schießen ist auf jeden Fall richtige Munitionsverschwendung. Ja. Ja gut, also die Pistole ist nicht wirklich effektiv. Jetzt können wir uns dann in Ruhe heilen. Und dafür das andere Halsbär aufnehmen. Aber jetzt wechseln wir erstmal wieder die Waffe wegen, die gefällt mir gar nicht. So, Munition, Sturmgewehr, Sturmgewehr, Sturmgewehr ist doch Sturmgewehr. Juti ist voll und wir haben immer noch keine Sicherheitskameras hier entdeckt. Dabei soll es 11 Stück in diesem Level geben. Und ich sag mal, so riesig sind die Levels auch nicht. Ich habe auch bisher nur gelesen, dass dies alles nicht ganz so groß sein soll. Also die gesamte Kampagne. Aber gut, die ist auch halt mehr auf Multiplayer aus... Was haben wir denn da? Datensätze. Datensätze sind immer gut. Die geben nämlich auch ein paar EP. Allerdings erst, wenn wir jetzt erstmal hier einen Laptop finden... Laptop hatten wir, glaube ich, hier hinten, ne? Ja. Okay, das zählt gar nicht. Schade. Also auf jeden Fall die Datensätze, die man findet, geben RCP, wenn man sie auch hochlädt. Und dafür muss man an diverse Laptops ran. Wie gesagt, der gehört anscheinend nicht dazu. Aber es wird sich alles noch während des Let's Plays zeigen. Ja, Pump Action hört sich eigentlich gar nicht mehr so schlecht an. Macht zumindest auf jeden Fall gegen Zombies Sinn. Bisher haben wir noch gar keine davon entdeckt. Denkt ans Training. Setzt Nahkampftechniken ein, wenn sie zu nahe kommen. Nee, das werden wir gewisslich nicht. Bei so nah lassen wir die gar nicht erst kommen. Ja, Feindkontakt. Ach, du bist schon ganz da hinten. Mein Gott, alter Junge, bleib doch mal locker. Komm, hier kriegst du eine Granate. Hahaha. So, also man sieht, man kann auf jeden Fall ordentlich schon hier mit zulangen. Problem ist bloß, wenn die als erstes das machen, dann sind sie nämlich gar nicht mal so schwach. Also, ich hatte nämlich heute Morgen echte Probleme gehabt, wo ich mir dachte, komm, ein paar Nahkampfangriffe, hört sich doch gut an. Noch mehr Datensätze, coole Sache. Grünes Kraut, Munition, passt immer. Ah, dann schauen wir mal. Also wir müssen auf jeden Fall da lang, haben hier aber natürlich auch noch einen zusätzlichen Weg. Und eine Kamera. Das war eine 2 von... Mei, was ist das? Ah, gut. Lampen können wir also auch ausschießen. Gut, die rote kleine wahrscheinlich nicht. Versuche ich aber auch erst gar nicht wegen...